Mein Name ist Hans Schlegel. Ich bin ehemaliger europäischer Astronaut deutscher Nationalität, zweimal im Weltraum gewesen. Wir befinden uns hier in den USA, in Houston, Texas, und dort auf dem Gelände der NASA, hier in der NBL. Das ist das zu Deutsch das Schwebelabor. Im Training und in der Vorbereitung und der Durchführung eines Weltraumeinsatzes auf der ISS zum Beispiel lernen die Astronauten EVA zu gehen, Extravehicular Activity, oder zu Deutsch Weltraumspaziergang. Nur, dass es kein Spaziergang ist, es ist eher ein Marathonlauf. Dieser Anzug hier, dieser EVA-Anzug ist ein EMU, das ist der Raumanzug der NASA, der im Moment auf der Internationalen Raumstation gebraucht wird und im Einsatz ist. Der Anzug muss uns draußen im Vakuum schützen, vor Weltraumstrahlung, vor eventuellen Mikrometeoriteneinschlag, vor Weltraumkälte, vor Weltraumhitze, minus 100 Grad Celsius bis 150 Grad Celsius. Und eventuell sogar, falls wir von der Station wegdriften, uns erlauben, wieder zur Raumstation zurückzufliegen. Es ist erstmal eine Hülle um den menschlichen Körper, der luftdicht ist. Das sehen wir hier. Die Arme sind hier mit luftdichten Gelenken versehen, die Beine mit Gelenken. Die sind in mehreren Schichten isolierend aufgebaut, sodass wir in diesem Anzug in einem Vakuum überleben können. Diesen Anzug unter Kontrolle zu halten, dass alles funktioniert, das ist wie die Steuerung und die Kommandierung eines kleinen eigenen Raumfahrzeuges. Jetzt soll es um den Helm gehen. Der sieht ja vielleicht so aus wie ein Motorradhelm. Ist aber ganz und gar nicht. Der lässt sich nämlich gar nicht drehen, im Wesentlichen auf dem Anzug. Ganz minimal. Alle Blickänderungen muss ich durch Drehen des Kopfes erreichen und natürlich eingestrengt durch diese metallene Begrenzung. Ich muss noch mich für alle Änderungen der Umweltbedingungen einrichten können. Also muss ich zum Beispiel hier die Sonnenbrille anziehen können. Die Sonne kann so tief stehen und ich muss in einer Richtung arbeiten, wo ich auch eine Blende brauche. Vielleicht brauche ich die auch vorne, vielleicht brauche ich die auf der anderen Seite. Der Helm muss natürlich einen Mikrometeoriten aushalten. Das heißt, ich habe hier nicht nur eine Plexiglasscheibe, sondern ich habe noch eine zweite Glasscheibe. All das ist nötig, um die nötige Funktion und Sicherheit im Weltraum herzustellen. Wir sind nun in der Situation, dass wir in den Anzug steigen und der Helm wird aufgesetzt. Man kann sich vorstellen, dass der Bewegungsraum in dem Helm sehr eng wird. Und dann fängt das an, dass irgendwo ein kleines Schweißtröpfchen runterringt. Und die natürliche Reaktion ist natürlich, ups, ich komme ja gar nicht dran. Die Nase juckt. All das können wir ja gar nicht mehr von außen beeinflussen. Wir müssen 6 bis 8 Stunden leben, ohne an unser Gesicht heranzukommen. Damit umzugehen zu lernen, das dauert eine Weile, aber man hält es ohne Probleme für 6, für 7, für 8 Stunden aus. Wir sind draußen arbeiten, haben die Kommunikationshaube auf mit 2 Kopfhörern, 2 Mikrofonen und sprechen, halten Kontakt mit dem Bodenkontrollteam, ca. 100 Leute, die uns helfen, die Aufgaben durchzuführen. Mit den Astronauten und Kosmonauten an Bord der Internationalen Raumstation. Und natürlich ganz wichtig, dass ich meinem Kollegen, der auch mit mir draußen ist, zuhöre, was ihn gerade bewegt, wo es hakt, wo er vielleicht Hilfe brauchen könnte. Und auf der anderen Seite, wo ich vielleicht Hilfe brauche. Denkt man nur an den hoffentlich nicht eintretenden Fall eines Notfalles, wo wir gegenseitige Lebensversicherung sind. Dass die Einstellung der Kühlleistung, die Einstellung der verschiedenen Druckzustände, die der Anzug einnehmen kann, die Lautstärkeregelung, weiter oben ein Display mit Einblendung von verschiedenen Betriebsparametern und als vielleicht entscheidendstes Bedienelement die Möglichkeit, Druck abzulassen, wenn wir denn es brauchen. Um diese Lebenserhaltungsfunktion dieses Anzuges zu realisieren, braucht der Anzug natürlich Energie. Der EVA-Rucksack
Der beinhaltet hier die Batterien, die Filter, die Pumpen, die Funkgeräte. All das, all die technischen Realisierungen, all dieser Funktionen sind hier. Plus der Raketenrucksack, der uns eventuell bei Notwendigkeit zur Station zurückfliegen kann. Hier sind wir an der Nahtstelle zwischen dem Unterteil des Anzuges und dem Oberteil. Das ist entscheidend, dass dieser Teil beweglich ist, sodass wir überhaupt uns in der Hüfte drehen können. Ein Detail, was ich noch natürlich erwähnen möchte, sind diese roten Streifen, die entweder weiß oder rot sind, um das individuelle Crewmitglied von außen unterscheiden zu können. Dieser EVA-Anzug wiegt in Realität 140 Kilogramm. Nun denkt man ja vielleicht, 140 Kilogramm in der Schwerelosigkeit spielt doch gar keine Rolle. Das ist richtig vom Gewicht her, aber wenn ich diesen Anzug bewegen will, wenn ich mich durch die Gegend schieben will, dann wiege ich eben nicht meine knapp 100 Kilogramm, sondern ich wiege 250 Kilogramm mit diesem Anzug. Und das muss ich ins Kalkül ziehen, wenn ich mich abstoße, um irgendwo hinzufloaten. Dieser Anzug erfüllt alle diese Aufgaben bis maximal 8,5, vielleicht sogar 9 Stunden. Geplant sind die Weltraumeinsätze 6,5 Stunden. Der längste Weltraumeinsatz war 8 Stunden und 2 Minuten. Und immer funktionierte der Raumanzug.